Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Steve Sanford, ich bin CEO der Comdivision Gruppe und bei mir ist heute Tobias Paschek, einer unserer Solution-Architekten. Hallo Yves. Hallo Tobi. Was hast du uns heute mitgebracht? Ich habe heute das Thema VeloCloud mitgebracht, die SD-WAN-Lösung der VMware, der neueste oder einer der neuesten Zukäufe von VMware. SD-WAN, was versteht VMware unter dem Begriff SD-WAN? Auf der einen Seite das klassische Thema Applikationsoptimierung, Bandbreitenoptimierung. Aber nicht so, wie es die Marktbegleiter machen, sondern was SD-WAN mitbringt, was SD-WAN mit sich oder in sich integriert hat, ist die Variante, dass ich mehrere Leitungen zusammenbündeln kann in eine gemeinsame Leitung, bildlich gesprochen. Und ich habe bei VeloCloud auch das Thema der Entry Points bzw. der Pops, die dementsprechend einmal über die Weltkugel verteilt stehen, im Datacenter der VMware, von VMware verwaltet, wo ich mich dann dementsprechend einwählen kann und hier sehr rasche Zugänge zu anderen VeloCloud-Datacentern habe, beziehungsweise klassisches Thema Public Cloud natürlich auch hier mit abdecke. Wo ist der Vorteil, wenn ich solche Pops nutzen kann? Ich meine, am Ende des Tages bin ich ja irgendwo auf ziemlich der gleichen Leitung unterwegs. Es ist grundsätzlich immer wichtig, aber der große Vorteil des Pops ist, der Pop steht natürlich immer sehr nahe an den großen Internet Exchange Point. Wenn ich mich jetzt selbst zum Beispiel betrachte, also meine Box, die ich momentan verwende, wenn ich jetzt Richtung Office 365 mich verbinden möchte, gehe ich von mir zu Hause, 60 Kilometer vor Wien, direkt auf den VeloCloud-Pop nach Frankfurt und bin dann dementsprechend sofort auf Office 365. Natürlich habe ich weiterhin die gleichen Leitungslatenzen, aber ich bin sehr einiges rascher dort, wo ich hin möchte. Wenn ich jetzt über dieses Thema VeloCloud SD-WAN nachdenke, du hast gerade schon von Boxen gesprochen, wie stelle ich mir sowas insgesamt als Unternehmen vor? Baue ich dafür jetzt irgendwelche großen Switche bei mir in der Infrastruktur auf? Baue ich dort irgendwo ein komplexes Backbone auf? Muss ich dafür von irgendwem spezielles Glasfaserleitungen anbieten? Oder wie funktioniert das Ganze? Eben genau das Gegenteil ist der Hauptaugenmerk eigentlich von VeloCloud. Du kannst die VeloCloud vor deiner zentralen Firewall betreiben, du kannst sie hinter deiner zentralen Firewall betreiben. Es kommt natürlich hier jetzt ganz klar auf den Lösungsansatz an, den man gehen möchte. Ich habe die Möglichkeit, auch VeloCloud zu VeloCloud Verbindungen aufzubauen. Das heißt, ich kann auch über das Thema MPLS, Least Line Replacement hier natürlich nachdenken, beziehungsweise über die nächsten Monate dann hinweg planen. Es gibt verschiedenste Ansatzmöglichkeiten und auch jetzt gerade in der momentanigen Zeit einer der wichtigsten Ansatzpunkte oder Einsatzmöglichkeiten ist, ich kann sie auch ganz simpel zu Hause verwenden. Ich kann meinen Mitarbeitern, die momentan im Homeoffice, Remote Office sitzen, einfach sagen, okay, hier hast du deine VeloCloud-Box, die kommt tatsächlich, der Zettel ist ungefähr, oder die Anleitung ist ungefähr so groß, kommt mit einer fix vorkonfigurierten Anleitung, mein Mitarbeiter muss zwei Schritte durchführen und ist dann dementsprechend schon gesichert wieder im Unternehmensnetzwerk. Ich kann auf der Box dann auch das WLAN aktivieren und hier schon dem Mitarbeiter das gleiche WLAN, wie es normalerweise in meinen Fabriksgebäuden, in meinen Bürogebäuden wäre, auch bei sich zu Hause zur Verfügung stehen. Du hast vorhin das Thema angesprochen, MPLS, Least Line etc. Das ist ja immer noch einer der größten Kostenfaktoren. Firmen haben das versucht in den letzten Jahren so ein bisschen über VPN und Ähnliches zu lösen, mit teilweise gutem, teilweise mäßigem oder schlechtem Erfolg. Wenn ich jetzt über VeloCloud nachdenke und das sichert mir meine Übertragung, macht diese Bandbreitenkopplungen etc., brauche ich dann diese klassischen MPLS, Least Line Lösungen noch? Die ganz klare Antwort ist hier, diese Least Lines, MPLS-Konfigurationen kann ich zu 100% durch VeloCloud ersetzen. Natürlich kann ich es auch kombinieren. Ich bin jetzt der Letzte, der sagt, hey, mit VeloCloud bitte alle kündigen wir uns jetzt die MPLS-Leitungen und die Least Line-Leitungen auf, sondern ich kann sie auch weiterhin verwenden und mit VeloCloud gemeinsam kombinieren, um hier dementsprechend noch höhere Servicequalität reinzubekommen. Gut, das heißt, da habe ich eine Kostenersparnis. Wenn man jetzt so insgesamt über dieses VeloCloud-Thema natürlich nachdenkt, bisher habe ich als Kunde diese Lösung klassischerweise von meinem Telekommunikationsanbieter oder irgendwas bezogen.
Das klingt jetzt so ein bisschen so, als wenn ich mich dann auch um diese ganzen Dinge auch mal selber kümmern muss. Wir wissen selber, die meisten IT-Abteilungen sind jetzt nicht gerade in der Lage, dass sie jede Menge Ressourcen zur Verfügung haben. Wie sieht das bei VeloCloud aus? Ist das was, was ich selber mache? Macht das ein Dienstleister für mich? Wie ist da das Konstrukt? Prinzipiell die präferierte Variante, die VMware mittlerweile auch ganz klar geht, oder den Weg, den die VMware ganz klar geht, ist, dass ich sage, ich gebe das an meinen Service Provider. Das kann natürlich klassischer Art und Weise ein Telekommunikationsunternehmen sein, das kann aber gleichzeitig der klassische VMware-Partner sein, so wie es wir sind, der sich als Service Provider aufstellt, für mich das komplette Boxhandling macht, sprich, wenn ich sage, ich brauche eine neue oder ich bekomme einen neuen Standort, ich hätte ganz gern bitte dort natürlich auch wieder eine neue VeloCloud-Box stehen. Er bestellt sie für mich, er konfiguriert sie vor, liefert sie in den Standort und dort brauche ich einen Mitarbeiter, der es schafft, ein, zwei Netzwerkverbindungen an die Box anzustecken und der Standort ist online. Jetzt redest du immer von einer Box. Was passiert, wenn diese Box mal kaputt geht? Wie kann ich mich als Unternehmen davor schützen? Muss ich mir immer Reserve holen? Und wie komplex ist das dann, eine Box gegen eine andere zu ersetzen? Natürlich habe ich die klassischen H-Möglichkeiten, wo ich sage, ich stelle dementsprechend nicht nur eine Box hin, sondern ich stelle mir dementsprechend sofort hier zwei VeloCloud SD-WAN-Boxen auf und verbinde die auch dann schon miteinander, aktiviere H, sollte eine Box aus welchen Gründen auch immer entscheiden, offline zu gehen, Hardware-Defekt, was auch immer, übernimmt die andere Box automatisch die Identität, baut mir meine ganzen Tunnels wieder auf, ins zentrale Datacenter, zum Cloud-Pop, wo auch immer hin, und ich kann sofort weiterarbeiten. Apropos Cloud, du hast vorhin über die bestehenden Pops gesprochen, sprich darüber kann ich Office 365, Azure und ähnliche, aber auch wahrscheinlich andere Cloud-Dienste nutzen. Was ist denn, wenn ich jetzt selber irgendwo in der Cloud oder in einer Co-Location Systeme stehen habe, wo ich aber eventuell nur virtuelle Maschinen platzieren kann oder ähnliches? Wie kann ich so einen Standort mit VeloCloud verbinden? Es gibt, da muss man jetzt genau zwei Dinge unterscheiden. Es gibt die Variante eben in den Megaclouds, wo ich sage, okay, Amazon, Azure, IBM Rackspace und so weiter, kann ich mir VeloCloud as a Service beziehen oder kann ich VeloCloud as a Service beziehen, sprich direkt in den jeweiligen Marketplaces einfach eine VeloCloud bestellen. Wenn ich jetzt über das Thema Co-Location rede, ich baue mir meinen eigenen Pop. Ich nehme dann dementsprechend eine VeloCloud Box oder eine VeloCloud VM. Ich bekomme die VeloCloud natürlich auch klassischer Art und Weise als virtuelle Maschine und bringe sie in diese Infrastruktur und verbinde sie mit meiner VeloCloud-Umgebung. Wunderbar. Das heißt, darüber kann ich eigentlich in Zukunft mein gesamtes Weitverkehrsnetz relativ problemlos abbilden. Kann eventuell dann die ein oder andere Standleitung, MPLS-Leitung vielleicht zumindest langfristig denn dann loswerden und darüber Kosten sparen. Klingt erstmal nach einer ganz interessanten Geschichte. Ich denke, da werden wir in Zukunft auch noch mehr und mehr von hören. Ich danke dir auf jeden Fall. Ich habe wieder viel daraus mitgenommen und dann sagen wir mal wieder Tschüss. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wir werden noch weitere Videos in Zukunft auch auf unserer Website präsentieren, www.comdivision.com, und freuen uns natürlich auch über Feedback und Anregungen für weitere Videos. Tschüss und auf Wiedersehen. Tschüss.